Erzähl erstmal aus dem Nähkästchen. Meine Frau sagt, was machst du da eigentlich? Warum fährst du hier überhaupt her? Du hast so viel zu verlieren. Es kann so viel schief gehen, ein falsches Wort und man steht auf Listen. Ist das alles richtig so? Ich glaube nicht. Aber die Erwartung, die mir zugeteilt worden ist oder mir gegeben worden ist, dafür danke Karl, hier sprechen zu dürfen, die Erwartung, nicht zu kommen oder seine Meinung hier nicht kundzutun, ist nicht richtig. Dass wir alle hier sind, ist viel wertvoller. Und da müssen wir jede Mühsal in Kauf nehmen, dass wir hier für Frieden unsere Meinung kundtun, das ist viel wichtiger. Und deswegen... Deswegen stehe ich hier und nehme auch jedes Risiko in Kauf, womöglich was Falsches zu sagen. Ich hoffe, es wird nicht so folgen. Und so ist mein nächster Appell an den Fairen, an den Journalismus gerichtet, der das eben auch gehört hat. Und möglichst nicht darüber berichtet, wie hier radikalisierende Mitbürger stehen zu 20 zu 200, also in der Masse an Leuten, und hier Parolen rufen, sondern dass hier 1000, vielleicht über 1000 Mitmenschen stehen, die einfach für Frieden da sind und ihre Sorgen und Nöten zum Ausdruck bringen möchten. Ja, werte Journalisten, nehmen Sie bitte nicht das falsche Wort in den Mund oder auf, sondern sehen Sie das Große und Ganze, was uns hier beschäftigt. Das ist mein Appell an Sie. Es war schon die Rede von den Obermeisterbriefen, die ja auch viel Ärger uns bereiteten. Einem Obermeisterbrief konnte ich mich auch anschließen, das war der Kreishandwerkerschaft Harzbode. Und im letzten Jahr wurden wir für unsere Sorgen und Nöten und das, was wir geschrieben haben und das, was wir mitteilen wollten, für die Dummheit des Jahres 2022 vom Gleimhaus Halberstadt, dem Deutschen Zentrum für Aufklärung, verliehen. Eine Professorin aus Linz hat dazu was geschrieben. Dieses Schriftstück kann sich jeder herunterladen, einfach mal Dummheit des Jahres 2022 eingeben und dann findet man dieses Schreiben. Es ist 8 Seiten lang. Und zuletzt wurden unsere, jetzt sage ich es schon wieder, Sorgen und Nöten und das, was wir für die Zukunft gesehen haben, durch die Sanktionen und durch den Krieg, was mittlerweile auch Krieg in der Form vielleicht noch nicht, aber was eben eingetroffen ist, schreibt sie dazu in den letzten Worten: Alles Gute in Ihrem neuen Leben, in der schönen neuen Welt, Russland und Putin, wünscht sie uns und hofft, dass es ihnen bald gelingt, sich vom unerträglichen Joch des demokratischen regierten Wohlstandsstaates westlicher Prägung zu befreien. Eventuell wäre es ja sogar trotz der aktuellen Sanktionen möglich, ein umfassendes Auswanderungs- und Einbürgerungsabkommen für einschlägig Freiwillige zu vereinbaren. Sie schreibt also, wir sollen das Land verlassen. Ja, schon krass. Dabei sind wir diejenigen, die überhaupt erst, sofern es so sein sollte, einen Lehrstuhl finanzieren. Ist denn das richtig? Ich denke nicht. Deswegen vielleicht mein Appell dazu, wir sollten versuchen oder schauen, ob es irgendwie möglich ist, das Gleimhaus und das Schriftstück zu der Dummheit des Jahres 2022 zur Dummheit
zu küren für das nächste Jahr, Dummheit des Jahres 2024, meinetwegen 2023. Das Gleimhaus mit dem Schreiben der Professorin sollten wir denen zukommen lassen. Touché. Politisch aktiv war ich auch bei der Bauvorlage hier in Sachsen-Anhalt. Es ging nicht weniger als darum, dass wir aus der beruflichen Bildung unser Wissen und unser Gelerntes umsetzen dürfen. Das ist 2022 dann auch so erfolgt, nach 3 Jahren des Kampfes, kann man davon kaum sagen, des also wirklich politischen Kampfes, da steckt viel Zeit drin. Und in dieser Zeit habe ich wahrgenommen, dass politische Entscheidungen oftmals an politischen Grabenkämpfen scheitern, an politischen Schranken, an Brandmauern. Und es war fast so, dass das ganze Vorhaben, was wir hervorgetragen haben, daran gescheitert ist, dass eine einzelne Partei der Zustimmung war und einen Antrag eingereicht hat. Ich finde es unmöglich, wenn gute Dinge, die eingebracht werden in den Landtagen, Kreistagen, Bundestagen, daran scheitern, dass man diese politischen Schranken aufrechterhält, hochhält und nur davon spricht, wir demokratische Parteien. Dabei sind alle diejenigen demokratischen Parteien, die demokratisch gewählt worden sind. Genau. Und solange sie sich daran halten, dass dort keiner oder diejenigen, die aus der Reihe tanzen, irgendwie bestraft werden oder aus den Parteien herausfliegen, dann denke ich, ist es das Richtige. Oder wenn die Parteien für uns stehen, dann soll man doch bitte diese als demokratische Parteien akzeptieren und gute Vorschläge einfach zustimmen oder darüber reden einfach nur. Das sind so viele Themen, die auch hier auch schon vorhin angesprochen worden sind. Ob es Corona ist, jetzt die Impfopfer, die einfach eine Pflege brauchen, die sich im guten Sinne geimpft haben, ja, oder die Aufklärung dieser Maßnahmen, die Sanktionen, Nord Stream Pipeline, die Waffenlieferung, Wärmepumpengesetz, unbegrenzter Flüchtlingszustrom mit Wahlrecht, Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, habe ich schon gesagt, Verunstaltung unserer Muttersprache, LNG-Tanker, die an Chlorwasser umspülten Terminals anhalten, Bürgergeld, Männer in Frauentoilette, Pubertätsblocker bei Kindern, Verschenkung von Steuergeld. Das sind alles Themen, die irgendwo von den älteren Parteien abgeblockt werden, weil es eine Partei vorbringt. Wir müssen ins Gespräch kommen, wir müssen miteinander reden. Und es kann nicht sein, dass andere oder Einzelne immer wieder stigmatisiert werden und eben deshalb nicht darüber gesprochen wird. Also das sollte mein Appell sein, diese politischen Brandmauern zu bedenken und vielleicht aufeinander zuzugehen. Letztlich möchte ich 3 Aussagen benennen, die aus der Vergangenheit, aber auch von heute stammen, von einer Person, die wir alle kennen. Die eine besagt, Frieden kann heute in dieser Welt nicht mehr militärisch hergestellt werden. Sicherheit und Frieden sind nur politisch herstellbar. Ja, ist so. Diejenigen, die jetzt klatschen, die klatschen für eine Rede von Olaf Scholz 1987. Schau mal an. Ja. Es ist berechtigt. Ich finde es gut, da zu klatschen, weil das ist ja eben auch so. Aber heutzutage ist es so, bei einer Wahlveranstaltung der SPD, und die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen. Arrogant und überheblich hat er das rübergebracht und hat uns denunziert als Engel der Hölle. Und weiter, einen Tag später,
Also ich meine, Friedensschaffen ohne Waffen, das finde ich total lustig. Ach, ja, ein Olaf Scholz, der an Amnesie leidet, also an Vergesslichkeit erkrankt zu sein scheint, kann nicht unser Bundeskanzler sein. Ein Bundeskanzler, der nicht zur vollumfänglichen Aufarbeitung des GAMEX-Skandals beiträgt und von Erinnerungslücken spricht, kann ebenso nicht unser Kanzler sein. Ein Kanzler darf nicht erpressbar und dadurch manipulierbar sein und er muss ein Höchstmaß an Integrität aufweisen. Ich habe das Vertrauen in unserem Kanzler verloren. Zur aktuellen wirtschaftlichen Situation haben die Wirtschaftsverbände des Landes, Industrie- und Handelskammer sowie auch die Handwerkskammern jeweils ansehbar oder ja, einsehbar auf den Seiten dieser Verbände. Schauen Sie das gern mal an. Der erste Absatz gilt, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. Lesen Sie vielleicht ein kleines bisschen drüber weg. Aber der Rest ist wirklich sehr empfehlenswert. Und am Ende schreiben Sie, meine Hände sind ein bisschen zitterig, wir appellieren an Sie, bitte nehmen Sie diese Sorgen ernst und reißen Sie das Ruder herum. Ich möchte, das ist jetzt auch fast mein Schlusswort, ich habe fast die Befürchtung, dass er das Ruder nicht herumreißen kann. Er wird sich nicht daran erinnern können, wo es ist. Normalerweise müsste er freigestellt werden, bis die Aufarbeitung des Ex-Skandals vonstatten gegangen ist. Aber räumen Sie Ihren Stuhl und nehmen Sie bitte Ihre woke, kriegsstiftende, 240 Grad Regenbogenpredigende Minister aus dem Bundeskabinett gleich mit. Christian Lellau, liebe Freunde.